Willkommen zurück zu einer neuen spannenden Folge Jurassic World Evolution. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte total chaotische Video bewertet haben. Es ist schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Die Ziegen rennen weg und der Raptor rennt auch weg, was noch viel, viel schlimmer ist. Okay, warte mal. Wir müssen ihn erstmal wieder hier betäuben. Bestätigt. So, jetzt aber schnell. Oh mein Gott, der Raptor, Alter, die Alte ist verkrüppelt. Es sieht geil aus, also ab und zu sollte man wohl einen Raptor loslassen. Macht eine Menge Spaß. Oh mein Gott, das ist eine Killermaschine. Ich bin schockiert, wie brutal dieses Spiel ist. Ich muss den Raptor unbedingt in ein anderes Gehege verfrachten. Der macht mir Probleme. Der macht mir einfach Probleme. Meine Parkgäste hier, die werden wegschnapuliert, das geht ja gar nicht. So, wartet mal, Freunde. Wir brauchen Strom. Wir brauchen hier einen Stromzaun. Warum wird denn das hier so krumm? Ich dachte, ich könnte das vielleicht irgendwie direkt... Muss ich den anderen erst wegbauen und dann den anderen wieder hin? Betäubt mal bitte hier dieses Tier. Dankeschön. Denn der frisst gerade alle auf. Es gibt hart Minuspunkte in der Sexiness-Skala. So, wartet mal. Ich mach mal das hier ganz kurz weg. Und hau hier mal die Stromvariante rein. Moment, hier drüben... Zaun, Zaun, Zaun. Ist ja gar nicht hier drin. Strom noch nie verwendet. Gott, was ist denn los? Hier, da wollte ich hinklicken. So. Und hier ist der Anschluss. So, am besten ist es, wenn wir das hier alles einmal wegmachen und wieder neu hinmachen. Ich wusste ja nicht, dass der Raptor so gerissen ist. Ich dachte, der würde chillen wie die anderen. Die anderen sind ja eigentlich relativ gemütlich und cool unterwegs. Aber der hier, der kennt da nichts, Freunde. So, ich sehe hier wieder nichts wegen den verdammten Bäumen. Wartet mal, hier ist ja noch ein bisschen was im Weg. Sehe ich gerade. Alter Zaun. Alter Gammelzaun. Mach mal die Bäume weg, sonst bekomme ich hier noch einen Anfall. Bitte einmal hier den Busch entfernen. Dankeschön. So. Jetzt mal ganz, ganz langsam. Jetzt habe ich hier genügend Platz. Machen wir hier mal ein komplett neues Gehege hin. Hier ist auch Busch im Weg. So, weg, weg, weg. Perfekt. Die Paradiesvögel müssen weichen, denn wir haben Wichtigeres hier zu tun gerade. So. Dann du musst auch leider weg. Jetzt kann ich hier wirklich nochmal das komplette Gehege verändern. Das ist ja cool. Einmal drehen. Moment, dann machen wir dich einfach hier so und so. Gut, das hier ist jetzt alles Strom. Bekomme ich da hinten überhaupt Strom hin, ist die Frage, ne? Bekomme ich überhaupt da hinten Strom hin? Denn wir brauchen ja überall Strom. Wir brauchen ja überall Strom, Freunde. So, das kleine Stück hier muss weg. Das lange Stück hier muss weg. Also hier muss wirklich jetzt alles mit Strom gemacht werden. So, einmal hier. Und hier drüben hin. Anscheinend hat er Strom. Auch die Ecke da hinten hat anscheinend Strom. Finde ich sehr, sehr interessant, dass es doch irgendwie funktioniert. Also ich sehe jetzt hier nirgendwo... dass das Ding nicht unter Strom steht. So, jetzt fehlt eigentlich noch die eine Seite hier. Und dann haben wir das Drama überlebt. Nein, bitte nicht abreißen. Ich will nur das hier entfernen. So. Und vielleicht noch die Ecke da vorne. Und das hier muss noch weg. Gib mir mal den Zaun. Jetzt ist der eine auch hier komplett frei. So, zieh das mal hier so weit rüber wie möglich. Und hier... verbinden. So, der müsste jetzt eigentlich komplett eingesperrt sein. Komplett eingesperrt und mit Strom versorgt. Alles klar. Och nö, schon wieder ein Sturm. Das gibt es doch nicht. Dauernd diese Stürme. Dauernd diese Stürme. Ich glaube, ich werde hier noch so ein komisches Wetterstationsding bauen. Ja, machen die das jetzt? Regeln die das? Oder was ist da los?
So. So. Sie arbeiten, auch wenn das Wetter mies ist. Alles klar, Freunde. Alles klar. Ab in den Bunker. Ey, mein Park hier wird gerade wirklich richtig gegeißelt. Ich meine, ich habe einen heftigen Sturm. Ich habe einen psychopathischen Raptor. Was kommt als nächstes? Fliegende Ziegen? Was mit dem hier? Jetzt sagt... Oh mein Gott, hier ist eine Lücke. Hier ist eine scheiß Lücke. Nein! Nein! Hier ist eine Lücke. Jetzt ist hier eine fucking Lücke entstanden. Er ist frei. Er ist frei und hat Hunger. So. Wo ist das Vieh? Er hat schon einen gegessen. No. Ey, heute läuft's. Heute läuft's. Haut den um. Haut den um. Und den Dino da bitte wieder rein. Eigentlich war der die ganze Zeit super nett und super friedlich. Er ist hier gerade so ein fetten Amerikaner. Jetzt guck dir hier die Leiche an. Meta, was machst du denn? Junge, 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 Junge. Der wäre eigentlich gar nicht ausgebrochen, hätte ich da nicht die Lücke gehabt. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Und Meta ist angepisst. Meta ist richtig hart angepisst. Oh nein, sie stolpert. RIP. Absolut RIP. Alter. Alter. Gott, das Spiel ist ultra brutal. Haut den Jungen um. Ballert ihn bitte weg. Holy Scheit. Was ist das hier? Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. So könnten wir sie uns verdienen. Ja, meinetwegen. Gib her. So, haut ihr mal da hinten rein. So, die eine Mission hier läuft wieder. Wo ist er denn? Ich muss mal die Leute hier wieder rauslassen. Sonst machen wir ja gar kein Geld. So. Es ist wieder sicher. Ihr könnt wieder nach draußen gehen zum Spielen. Oh oh, ich brauche hier Einsatzteam Billy Yoda. Billy, du musst dich einmal hier drum kümmern. Reagiere auf Reparatur. Und hier kannst du auch hin. So, und hier musst du auch noch hin. Und dann Owen, ich habe noch einen Owen jetzt hier am Start. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Kümmere dich mal ums Fressi. Und Oscar, mein Freund. Mein alter Freund. Fahre zur Futterstation. Einverstanden. So. Wie sieht's hier aus? Ist das hier zu? Ist das hier jetzt auch komplett zu? Man müsste, oder? Also hier dürfte er nicht rauskommen. Er kann sich eigentlich rein theoretisch, kann er sich hier durchquetschen, ne? Rein theoretisch kann er das. Wenn er sich jetzt hier durchquetschen wollen würde, wäre er trotzdem gefangen. So. Jetzt geht's hier garantiert nicht durch. Das eine können wir eigentlich entfernen, das hier. So. Das müsste sicher sein. Er fühlt sich absolut nicht geborgen. Weil sozial fehlt ihm und der Wald. Na, du bist angepisst, ha? Du bist angepisst, mein Freund. Ey, er macht dir schon wieder Sachen kaputt. Haben wir hier keinen Strom drauf? Naja, es war nicht schön anzusehen, aber Dr. Wu und seine Wissenschaftler haben die Daten, die sie wollten. Also, gut gemacht. Und danken Sie Gott, dass wir hier kein Chaos beseitigen müssen. Lambert Ender. Ich verstehe nicht, was die in ihren Anlagen machen. Sie haben mit Sicherheit genug Daten von den letzten abnormalen Ereignissen auf den Inseln, um zu wissen, wie Dinos kämpfen und sich gegenseitig töten. Und uns. Wir haben noch was anderes vor. Ich werde der Sache nachgehen. Alter, das Ding hat nicht genügend Saft, oder wie? Wenigstens haben wir es geschafft. Die sind eine absolute Bedrohung. Die sind eine absolute Bedrohung. So, guck mal hier. Ich mach hier mal Wald hin.
Und dann bekommst du gleich einen Freund. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber ich werde noch einen heranzüchten. Was machen wir mit denen hier? Wenn wir die hier freilassen, das eskaliert doch wieder. Das wird doch wieder absolut eskalieren. Aber wenigstens haben wir mal die Mission hier. So, wir kommen voran. Nachdem ich jetzt hier ultimatives Chaos habe, kommen wir endlich mal wieder ein bisschen voran. Obwohl, Moment. Das lassen wir mal. Vielleicht haben wir nämlich eine Aufgabe. So. Auftragslimit erreicht. Verdammt, wir können nur 3 Stück haben. Okay, wie sieht's denn aus? Wie ist denn die Lage? Ich bin schwerreich. Die Leute sind bis jetzt eigentlich relativ zufrieden. Sie wollen mehr shoppen. Sie wollen mehr shoppen. Was macht der denn schon wieder? Der ist doch schon wieder am Randalieren. Aber er hat einen Stromschlag bekommen. Du kleiner Scheißer, du. Und Wald hast du doch jetzt genug. Oder brauchst du noch mehr Wald? Wir machen dir gerade einen Freund, Kumpel. Es dauert ein bisschen. Der wird gerade gebacken. Der wird gerade gebacken und dann hast du einen. Guck mal, ich mache hier noch ein bisschen Wald für dich hin. So. Ist der andere denn glücklich? Eigentlich, der hier war eigentlich immer super glücklich, oder? Ja. Der hätte zwar auch ganz gerne einen Freund, aber der ist eh nicht so der soziale Typ. Meta ist in Ordnung. Der olle Meta, der chillt. Die Geborgenheit von dem ist halt echt mies. Wahrscheinlich wegen dem hier. Raptoren sind eben sehr sozial. So, das neue Gehege. Das würden wir dann hier bauen. Ja, hier würde ich dann ein neues, großes Gehege machen. Ich glaube, ich würde direkt mit Strom arbeiten. Vielleicht, warte mal, wir machen erstmal hier alles weg. So, hau mal hier alles weg. Damit ich hier eine bessere Übersicht besitze. So. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir noch jede Menge Platz. Für eine komplett neue Abteilung. Warum gehen hier die Bäume nicht weg? Die Natur! Die Natur muss weg! Na, dann ist es eben so. So. Dann bitte einmal hier alles schön glätten. Dann können wir noch hier richtig viel machen. Also. Wir haben hier jede Menge Platz. Wie läuft's denn hier? Der ist gleich fertig, Kumpel. Gleich bekommst du einen Freund. Dann habe ich 2 Psychos. Oder vielleicht ist der auch total nett, der neue Raptor. Total netter Typ, sozial. Okay, ich würde hier den Weg durchbauen. So mittig. Und dann hier ein Gehege reinsetzen, wo wir auch Tiere hineintransportieren können. Also müssen wir eigentlich mit dem Weg anfangen. So. Dann würde ich hier so... Na, hier ist wenig Platz. Und dann gehe ich hier so ein Stück hoch. Und gehe hier so lang. So. Das ist der neue Weg. So sieht das aus. Dann brauchen wir Strom. Ist sie hier schon wieder am Randalieren? Kumpel, wo bist du? Ey, der will hier unbedingt durch. Und er wird es auch schaffen, früher oder später. Sie geben wohl wirklich nie auf. Wir bräuchten mehrere wie sie. So, und irgendjemand braucht hier unbedingt Futter. So, Kumpel. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, die beiden harmonieren. Wer braucht denn hier unbedingt Essen? Owen? Füll mal hier Futter auf. Reparier das hier und... Oh, hier oben ist ja auch einiges los. Und reparier... Nee, mach hier Futter. Dann schicke ich nämlich Oscar hier oben hin und der kümmert sich um das große Gehege. Soundeffekt, geil. Ist er schon wieder draußen? Geil, jetzt habe ich 2 von denen. Jetzt habe ich 2 von diesen Monstern. Nice. Die Raptoren machen mich wahnsinnig. Die Raptoren machen mich wahnsinnig. Bestätige Aufgabe. Ist der eine noch drin? Haut den weg, Jungs. Haut den weg.
Und repariert hier doch mal den Mist. Und wir haben hier gar keinen Eingang. Fällt mir gerade auf. Wir brauchen ja hier noch einen Eingang. Jetzt sagt bloß, wir können hier gar keinen hinsetzen. Das war ja ultra mies. Irgendwo hier muss doch einer reingehen. Shit, hier geht kein Eingang hin. Hier geht absolut nirgendwo ein Eingang hin. Das gibt's doch nicht. Habt ihr den betäubt? Da ist einer gefangen im Gehege! Was ist hier los? Und zwei Dinos sind noch gestorben. Ja, ich weiß, du kannst dich auffüllen. Aber repariert wurde es, oder? Jetzt haut den doch mal weg hier. Dem anderen geht's gut. Guck mal, der hier ist total friedlich. Nur Psycho dreht durch. Nur Psycho. So, ich muss mir noch irgendwas mit dem Eingang überlegen. Ah, Moment. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Hier hinten haben wir keinen Strom. Okay. Das bedeutet, wir müssen uns um Strom kümmern. Kann man hier irgendwo was hinplatzieren? Ah, wenn ich's... Hier geht eins. Produkt unterwegs. So, eigentlich müssten wir doch jetzt hier Strom haben. Moment, das hier muss noch verbunden werden mit dem Stromnetz. So. Okay, hat trotzdem keinen Strom. Was ist hier los? Warum haben wir hier so einen massiven Stromausfall? Weil das Ding Schrott ist. Weg mit der Aufgabe. Aufgabe hinzufügen. Ich brauche unbedingt ein weiteres Stromkraftwerk. Dann sind hier ein Haufen tote Dinos. Produkt wurde zugestellt. So, beruhigst du dich irgendwann wieder, Kumpel? Kriegen wir das irgendwann wieder hin? Sonst muss ich dich nämlich entsorgen. Weil dem hier, guck mal, der hier ist glücklich. Der wird sich doch auch in Ordnung. Ist doch auch cool unterwegs. Psycho. Er macht direkt weiter. Komm schon. Das liegt nur an dieser Geborgenheit. Ich brauche noch einen dritten. Der Wahnsinn geht weiter, aber ich glaube, der dritte ist die Lösung. Der dritte Raptor ist die Lösung. Ausbrüten. So, ich glaube, der dritte Raptor ist die Lösung. Alter, sind die stressig. Verdammt, sind Raptoren... Hat er einen Stromschlag bekommen? Dieser Psychopath! Jetzt beruhig dich endlich. Hol dir mal hier einen Snack. Der eine hier rennt hier rum. Hat Todesangst. Oh Gott. So, ich muss mich noch um die Tür kümmern. Das wird das wahre Problem. Die verdammte Tür. Die verdammte, verdammte Tür. Ich habe schon eine Idee, wo ich die reinpacken kann. Ich hoffe, die brechen jetzt nicht aus. Ist nämlich ein bisschen gewagt, was ich hier gerade mache. Zaun. Elektro. Normaler Elektrozaun. Oh, er ist raus. Er ist direkt rausgerannt. Er hat Todesangst, der kleine Mann. Moment, hier müsste jetzt eigentlich eine Tür reingehen, oder? Ja. So, Türproblem gelöst. Jetzt kümmern wir uns um die Toten. Da hinten ist so eine Stelle, wo kein Strom ist. Aber warum? Warum hat der hier keinen Strom? Aber der Zaun hat Strom. Im Business ist immer Luft nach oben. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Mach ich, Kumpel. Mach ich. Jetzt müssen wir erstmal die toten Dinos entfernen, denn die geben auch wieder Minuspunkte. Produkt wird eingesammelt. So. Hier drüben... brauche ich jetzt erstmal wieder einen neuen. Der schweineteuer ist, aber wir haben es ja dicke. So, dann haben wir noch Probleme mit dem Strom. Okay, lassen Sie sich das jetzt nicht zu Kopf steigen. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Denn wir wollen ja neue Viecher. Wir wollen ja neue Viecher. Denen hier geht's allen gut, ne? Guck mal die hier, die sind alle happy, die sind alle glücklich. Dann können sich andere mal ein Beispiel nehmen. So, Billy Yoda. Nein.
Billy Yoda, ich will dich nicht steuern. Ich will haben, dass du dich um das Essen kümmerst. Dann machen wir jetzt erstmal das hier noch. Kümmere mich um Futterstation. Und hier. Verstanden. So. Und sonst brauchen wir allgemein wieder überall fressen. Ey, das ist echt mittlerweile, es ist wirklich knallhartes Management. Es ist mittlerweile knallhartes Management. Unterwegs zur Futterstation. Man ist immer unterwegs und muss immer sich um alles kümmern. So, der wird ausgebrütet. Jetzt aber hier Operation neues Gehege. Denn ich will hier drüben was hinbauen. Und zwar irgendwas mit Viechern. Vielleicht baue ich erstmal so ein Ding hier. Moment. Passt hier eins hin? Ja, hier würde eins hinpassen. So. Dann schauen wir mal, wo diese Verbindungspunkte sind. Ah, wir lassen es erstmal fertig bauen. Wir bauen es erstmal fertig und kümmern uns um den Strom. Und kümmern uns hier um den Strom. So. Es hätte sogar hier noch Platz. Machen wir direkt sowas hier. So. Dann haben wir nämlich hier auch wieder Strom, weil wir wissen ja, wir haben gerade eine relativ hohe Energieknappheit. Sind die jetzt gut drauf? Beruhigen die sich? Oder gibt es hier immer noch Ausbruchversuche und Amokläufe? Nee, die sind jetzt beide endlich cool. Gott sei Dank. Hier, ihr seid zu dritt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Also, jetzt ist aber Schluss. Der eine ist echt voll der nette Sozial und der andere ist voll der Psychopath. Wo ist denn der eine hier? Ich nenne dich Blue, weil du so nett bist. Und dich nenne ich Eisenklaue. Eine Erinnerung an Ark. Gute alte Eisenklaue ist wieder da. Und jemand ist krank. Ja, toll. Ja, super toll. Kann sich jemand darum kümmern? Da oben haben wir nämlich ein todkrankes Vieh. Oscar, du gehst hin. Kein Problem. So, was ist das hier? Was ist das hier für ein Symbol? Ach, hier drüben. Ja, ja, ja. Ja, klar, klar. Das ist in Ordnung. Das macht im Moment gerade nichts. Das hier kann weg. So, du hast keinen Strom. Und du hast keinen Weg. Ups, ich bin hier schon... Ich bin am Hasseln, wie blöd. Das Spiel wird langsam anstrengend. So, das Ding hier steht. Können wir auch direkt hier wieder Upgrades rein knüppeln. So, dann würde ich ganz gerne hier noch einen Auftrag mitnehmen. Moment, wie sieht es denn hier aus? Okay, wartet mal, Freunde. Wir brauchen noch einen für die Unterhaltungsindustrie. Anfrage wird bearbeitet. Ja, du. Ein neuer Auftrag kam gerade rein. Machbar, sage ich. Von Ihnen. So. Wir brauchen Upgrade. Machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal hier das Ding. Also, wir gehen auf Nummer sicher und machen ein Stromgehege. So. Moment. Und dann hier rüber. Für ein paar kleine Dildos sollte das doch reichen, oder? Jetzt brauchen wir hier noch Strom. Dazu brauchen wir so einen Kasten hier. Und den hauen wir einfach mal hier hin. So. Hat der ganze Laden jetzt hier Strom? Weil ich könnte rein theoretisch... So. Das Ding hat keinen Strom. Wieso auch immer. Na gut. Aber wie es scheint, haben wir hier Strom drauf. Yep. So, jetzt kommt eine Sache, die ein bisschen tricky wird. Ich will ja hier Dildos drin haben. Ich habe welche ausgebrüht. Wenn ich die jetzt auf die Raptoren loslasse, es gibt auf jeden Fall eine Keile. Wahrscheinlich werde ich die verlieren.
Oh, die Folge ist vorbei. Ja gut, dann gibt es hier wohl offiziell... Moment. Jetzt eine kleine Schlägerei. Weil das wird auf keinen Fall friedlich enden. Seid bereit für einen Fight? Oder ich transportiere die halt ab. Die werden sich richtig geben. Die werden sich richtig geben. Die werden sich richtig geben. Alter, die haben Hass. Die haben Hass. Die werden keine Freunde. Machen Sie weiter so. Alles ist möglich. Ach, darauf stehen die, ne? Blut. Blut in der Arena. Rufbelohnung. Niedrige Gesundheit. Ja, die sind weg. Die sind weg. Ja, aber die sind weg. Die werden gesnackt. Ja, dann müssen wir die hier nochmal ausbrüten. Erstmal hier noch ein Upgrade. Hä, das kann man zweimal reinmachen? Schaut mal hier. Zack, ersetzen. Und ersetzen. Haben wir hier schon Stufe 2? Ja, ersetzen. Jo, tote Dinos. Überall sind tote Dinos. So, ausbrüten. Ausbrüten und... ausbrüten. Ich glaube, drei reichen. Drei reichen doch, oder? Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir hier was zum Gaffen hinkriegen. Und dann ist die Folge erstmal vorbei. Dann glaube ich, habe ich endlich die Raptoren im Griff. Jetzt sagt bloß hier passt nichts rein. Das ist nicht gut. Ich überlege mir was. Aber nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Drei Tote? Haben die einen Raptor gekillt? Nee, ich dachte schon. Wir haben noch niemals den Velociraptor getötet. Was? Warum bist du tot? Wie ist der gestorben? In der nächsten Folge. Mehr tote Dinos. Nur in der nächsten Folge. Lasst also eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.